Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 141 und wie ihr seht, sind wir in Nagrand. Ja. Da ist auch wieder eine neue Quest für uns. Gehen wir doch mal gucken. Hab's leider in den letzten Tagen nicht geschafft, ein bisschen was zu tun. Ich hatte so viel am Hut. Aber jetzt geht's ja weiter. So, mal gucken. Karawane. Oh ja. Mit. Wie viel Quest von 25? Von 25. Die Wegschick-Quest. Jetzt gucken wir das mal ein bisschen aufräumen. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben, weil da hinten gibt es noch mehr Quests. Zahngamaschen. Löschen wir ein paar von. So. Ja, die kann man ja immer wieder annehmen, die Quests. Das ist ja nicht das Ding. Schön. Schon mal zwei gelöscht. Verkaufen. Etwas dabei, was euch gefällt. Nee, das brauchen wir. Nö, doch nicht. Alles gut. Alles gut, da ist ja mir auch noch eine Quest. Konsortium braucht er nicht. Wenn du wüsstest, dass wir schon verarbeiten, hätte uns keine gegeben. Hihihi. Gut, woher soll er das wissen? So, dann können wir nämlich hier direkt die Typen töten. Kriegen wir, glaube ich, auch was Tolles für. Also das geht problemlos, weil der ist sogar Non-Elite. Also, geht das super. Kaffee nachfüllen. Noch besser geht. Hier sieht so leer aus, alles irgendwie. Vielleicht war ja schon einer Farm. Ne, da ist. Den müssen wir auch töten. Erstmal holen wir uns den Typen da oben. Gucken, ob einer da ist. Nein. Toll, haben wir direkt Akku. Wir sind einfach zu gut. So, sehr gut. Erledigt. Der oben ist er. Nee, also ist nichts Besonderes an dem Typen. Aber. Heißen die? Er ist, glaube ich, nicht so genau. Aber da gibt es tolle Sachen. Auch eine Schusswaffe. Na, nee, wie gesagt, nichts Besonderes. Und ich glaube. Ne, ich dachte, wir gerade hängen geblieben. Jetzt wird es nicht mehr zeigen. Naja, egal. Ist ja gerade so, als wenn es hängen bleibt, aber alles gut. Grollhufe. Direkt mitnehmen. Können wir den da gleich auch uns holen? Aber fürs Leder und einmal. Sehr gut. Ich stelle das mal wieder um. So. Es nervt uns oben die ganze Zeit.
Wir merken ja selbst, wenn wir aufs Maul bekommen. Ist den da? Mann, Mann, Mann. Wie sieht's eigentlich mit unserem Freund aus? Sicherheit, Ausbildungspunkte? Fehlt immer noch was. Schön schade. Schön schade. Der schon mal den angreifen. Weil der hat noch Zähne. Makellose Zähne hatte ich glaube schon erzählt. Und die können wir immer abgeben für Ruf beim Konsortium. Kann man immer noch, auch im aktuellen WoW. Wer sich dafür interessiert. Zum Beispiel für den Ehrfürchterbietigen oder so. Einen Ruf kann man immer gebrauchen. Und es gibt noch als Leder. Ich weiß nur nicht, ob das was wert ist. Vielleicht für Transmog-Sette oder so. Müssen wir auch noch ein paar Töten von? Läuft immer wieder aufs Töten hinaus. Wie das immer hier so ist bei uns. Toll, wir haben nichts zum Unterbrechen. Also was wir zum Unterrechnen haben, ist was mit Mana. Aber das ist ernst dann. Oh. Kann ich mitbekommen. Da ist unser Abaddon gestorben. Na sowas. Passiert auch selten, naja, nicht wirklich. So, können wir noch was trinken? Wir haben nichts mehr. Machen wir auch noch teils einen Punkt im Verteilen hier. Schön, schön, schön. Was nehmen wir denn noch mit? Ich möchte etwas haben, was besser die Akku hält. Nehmen wir das noch mit dem Heilen, ist nicht schlecht. Im Moment bin ich im Original-WoW, sage ich mal, daran auch die Kara-Prequest zu machen. Ist ganz schön interessant. Hoppala. Ich wollte nachher eventuell, falls ich es hinbekomme, mal streamen. Quasi. Und dann ein bisschen Mystik-Instanz-Gedöns für Karapri mal versuchen. Ja gut, versuchen. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Mystics geschafft. Aber alles mit Random-Gruppen, das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Besser als gedacht, ehrlich gesagt. Auch ohne Teamspeak oder so, oder ohne Chat. Das, wie gesagt, funktionierte besser als ich dachte. Ist ein bisschen so wie damals, oder wie jetzt hier im PC, Hero-Instanzen. Damit kann man das ganz gut vergleichen, weil die Heroes, die man sonst so spielt, ja, geht so. Ist jetzt nicht so das Allerschwierigste, sag ich mal.
Aber gibt Schwierigeres, glaube ich. Denn frei wie ich bin, habe ich direkt mal probiert, ob man solo Mystik-Instanzen von ja, von Drenor machen kann. Eine habe ich solo geschafft, die andere, dazu brauche ich noch jemand, der hilft. Also es, theoretisch wäre der eine auch machbar solo. Ich glaube, dafür müsste ich nur ein besseres Equip haben. Momentan habe ich ungefähr 845. Aber man kommt ja recht schnell doch an Gear drin. Ich glaube, ich muss mal Eberdon heilen. Jetzt war es das gleich. Oh, was haben wir denn da? Was ist das jetzt? Oh, 365, nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Die haben wir alle fertig. Konsortium braucht auch ich Quest abgeben. Ich muss gerade überlegen, wie viel braucht man? 4, 5, 6? Das vergessen. Wir haben jetzt 10 Stück gekillt. Wir haben nur 3 Stück rausbekommen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange man gefarmt hat für. Ich glaube 20 Uhr Schatten brauchte man. Oder braucht man für die Schattenrüstung? Einiges an Zeit hat es gefressen. Aber wie gesagt, es war eine wirklich coole Zeit. Ich glaube, wenn WoW, also wenn Blizzard damals nicht erweitert hätte, wäre es, glaube ich, dann gestorben. Ich glaube, es wäre gestorben, das Spiel. Aber spielen ja immer noch viele, zwar nicht so viele wie damals, aber. Gibt immer noch. Ich hatte mich die Tage noch mit einem Kumpel unterhalten darüber. Der hatte gespielt, aber spielt jetzt gar nicht mehr. Der glaubt im Moment nicht so dran, ob es nochmal was wird mit WoW. Weil besonders viel, finde ich persönlich, hört man gar nicht mehr. Aber naja, lassen uns mal überraschen, wie es weitergeht. Gucken, wie es hier aussieht. Schön, schön, schön. Können wir auch zwei Quests abgeben. Einmal das mit diesem komischen Typen. Ach, verdammt, da. Einmal das mit dem komischen Typen und die Quest, wo wir den einen Kerl töten. Doch ist der Typ. Und fürs Konsortium. Die Hinschi-Quest quasi. Und ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Ein Mist. Und ich möchte unbedingt nochmal zum Lehrer. Ich denke mal, das gehen wir in der nächsten Folge an. Und dann mal zum Lehrer gehen. Und mal gucken. Vielleicht können wir auch nochmal zum Lederlehrer. Aber ich habe es gerade gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, 25 können wir das nächste lernen. Karawane. Ist das nur eine? So, einer ist, den kriegen wir hin. Ja, sieht gut aus. Wenn wir Glück haben, droppt er. Droppt er nämlich das, was ich haben möchte.
Natürlich habe ich jetzt kein Mana mehr. Wenn ihr das komische Wurf gehört habt, das war meine Katze. Und. Moment. Nein, glaube es natürlich nicht. Schade. So, was haben wir da? Ich würde sagen, wir nehmen uns die Pistole mit. Auch wenn es natürlich Mist ist. Viele Pfeile haben wir, aber gut. Und das kriegen wir natürlich ganz mit. Was haben wir hier noch? Wollen wir noch was abgeben? Ja! Hier kann sogar 3 Quests abgeben. 14 braucht euch. Und. Stahlfragmente? Nein. Mal gucken hier mit dem Ebernzeug, wie viel es waren. 3. 250 Euro für Pschu Pschu. Schön. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Folge 142 und auf Wiedersehen.